dramatisch sogar, nämlich das Grundeinkommen würde ja dadurch, dass eben die Würde unantastbar ist, einen Freiheitsraum bilden, aus dem heraus ich dann als freier, selbstbestimmter Mensch tätig werden kann. Und das wäre endlich die existenzielle Erreichung des Zieles der Aufklärungsbewegung Freiheit. Ich halte unsere Demokratien hier für reichlich korrupt. Und also irgendwie sozusagen so ein Frontend ist irgendwie, sieht nach Demokratie aus und dahinter ist ziemlich viel Oligarchie. Und wenn es so ist, wie ich behaupte, dass das Grundeinkommen nichts ist, was man von oben einführt, sondern was von unten erdacht und erargumentiert und erstritten wird, dann würde das der Demokratie sehr gut tun. Das hat sich ja gezeigt, auch in der Weimarer Republik. Es interessiert die Leute nachher nämlich nicht, was mit dem Staat passiert, wenn sie selber in existenziellen Ängsten permanent verharren müssen und nicht sich eigentlich zu helfen wissen und nicht wirklich klar ist, dass sie auf jeden Fall immer genug zum Essen haben werden. Also ich glaube, das würde sehr viel in Bewegung bringen, weil man sich anders verantwortlich fühlen kann. Also wenn man das Gefühl hat, so grundsätzlich, man wird eigentlich vom Staat beschissen. Ja, das ist ja so ein Tenor, so ein Grundgrummeln in der Gesellschaft. Dann hat man für sich ja selber auch immer eigentlich die Entschuldigung, nichts zu tun. Aber wenn man das Gefühl hat, ich kann mit einer Gruppe von Leuten etwas ausrichten, weil wir alle irgendwie eigentlich was mitbringen, dann würde sich eine ganze Menge ändern. Und das heißt in Bezug auf die Demokratie, die sich so nennt und besteht, dass viel mehr Möglichkeit besteht, auch mitzuwirken an den Fragen, die alle angehen, an politischen Fragen, auf Gemeindeebene, kommunal, Bundesebene, dass Demokratie viel lebendiger wird. Katja Kipping hat sehr schön gesagt, das ist eine Demokratiepauschale. Und das trifft es, finde ich, ganz gut. Das ist die Mitspielgebühr, oder die Ermöglichung, hier überhaupt demokratisch teilnehmen zu können. Wenn ein Mensch finanziell abgesichert ist, ohne dass es ein Spießrutenlauf ist, um eben Leistungen zu bekommen, glaube ich schon, dass es den Mensch an sich auch stärkt, die Persönlichkeit des Menschen stärkt. Und das wiederum ist für mich eine Voraussetzung dafür, also für Demokratie, dass man eben sich auch einmischt, dass man auch die Stärke hat und das Selbstbewusstsein, dass man eben das Wort erhebt und sich eben einmischt und mitmacht und kritisiert und so weiter. Die Leute würden mehr Zeit haben, verfügbare Zeit, sich um ihre politischen Angelegenheiten zu kümmern. Und Politik ist zeitraubend. Man muss sich informieren, man muss sich mit anderen zusammentun, organisieren und das ist alles Zeitraum. Dafür würde mehr Zeit bestehen. Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung, also dass wir wirklich die Verantwortung für unser Leben in die Hände nehmen und dann natürlich auch politischer werden in dem Sinn, weil wir uns einfach einmischen. Also einmischen, aufmischen, mitmischen, hinstehen und sagen, ich bin der Souverän. Und ich gestalte mit und ich bringe mich ein. Ich glaube wohl, ja. Also wenn man das dann so nennen will, politischer, demokratischer. Ja, einfach menschlicher wird es dann.